Nun gut. Bringen wir dem Jungen erstmal seine Beeren. Ja, was immer ihr wünscht. Oh, sag bloß, der ist nur bei Nacht da. Ihr seid ein Bitte lasst mich allein, es gibt nichts, was ihr noch für uns... Hier herumtreibt. Bitte lasst mich allein, es gibt nichts, was ihr für unseren armen Wellen noch tun könntet. Mein armer Kleiner. Ich bin ganz Ohr. Warum sollte jemand so etwas tun? Was könnte jemand dazu bringen, einen kleinen Jungen zu töten und auch noch einen Halbling? Er hat nie jemand etwas zu Leide getan. Freut euch, mein Schatz, es gibt nichts mehr, was getan werden kann. Ich weiß, mein Gatte, aber ich sah meinen armen kleinen Wellen nicht sein. Er kam nachts zu mir und da kann ich im Frieden ruhen. Er wurde ermordet und er findet keine Ruhe. Warum nur? Ich verstehe es nicht. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Ihr da, lasst uns allein. Könnt ihr nicht sehen, dass mein Weib verstört ist? Lasst uns einfach allein. Wellen, nur 10 Jahre wurde unser Sohn, bevor man ihn aufs Übelste tötete. Wir vermissen ihn. Toll, wir können nur nachts mit dem Jungen reden und tagsüber mit den Eltern. Ja. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Gucken wir mal nach den anderen Tagleuten, die da sind. Eigentlich sollte ich da nur mit Talisa schnell rumlaufen. Hm, natürlich. Ich weiß, es gibt hier auf jeden Fall noch jemanden. Hilfe! Bitte helft mir! Was ist das Problem? Er ist von den Toten auferstanden. Er hat jeden, der bei seiner Beerdigung war, verscheucht. Und jetzt ist er gekommen, um mich zu holen. Aha. Ich habe es mein Leben lang mit dieser... mit diesem billigen Bastard ausgehalten. Wisst ihr, was er mir in seinem Testament hinterlassen hat? Ein billiges Hemd. Und jetzt plagt mich dieser Fiesling auch noch nach seinem Tode. Billiges Hemd? Du undankbare Kröte solltest doch wissen, dass es deinem Großvater gehört hat. Oh Gott. Er ist es! Mhm. Beim Abgrund und den 9 Höllen, wenn das nicht das billigste Begräbnis war, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Du hast meine Kleidung verkauft und mich im geschlossenen Sarg aufgebahrt. Und die Blumen hast du heute Morgen unten beim Sumpf gepflückt. Und du hast einem betrunkenen Priester des Tars ein paar Kupfermünzen gegeben, damit er... ein paar profane Zeilen murmelt, die sich wie Lobpreisung anhören sollen. Was für eine Ungeheuerlichkeit, also wirklich. Gar, werde ich mir auch mehr leisten können, Walter. Na, du hast doch dein ganzes Geld dieser kalistischen Hure hinterlassen. Du kannst froh sein, dass ich die nicht einfach im Fluss versenkt habe. Ah, diese Demütigung, diese unerträgliche Demütigung, du erbärmlicher Witz eines Neffen. Geh zurück ins Grab, du wurmzerfressener Teufel. Nur du bringst es fertig, von den Toten aufzuerstehen, um mich zu plagen. Oh, ich werde zurückkehren, aber nicht bevor ich dich umgebracht habe, widerliches Dreckstück. Bereite dich auf deinen Tod vor, Nevin. Hey, rette mich, rette mich. Da, dämlicher Knaller, hat eh nichts mehr als ein Hemd und einen Stoß in die Rippen verdient. Hm. Und jetzt möchte ich mal wissen, wohin sich meine kalistische Süße verkorren hat. Letzter Quieker ist immer noch drin. Oh Gott. Lester ist ein guter Mann, will nur nicht dort bleiben. Wo ist denn jetzt wieder dieser... Wo ist denn jetzt wieder dieses Balor-Bier? Ja, Gott. Götter, habt Erbarmen mit mir. Hallo Meg und Arthur. Nicht zu fassen. Entschuldige mich, Jeves ist entschlafen und Arthur wird immer trüber.
Keine Zeit für Plaudereien. Ach nein, armer Jervis, ich habe ihn gut gekannt. Er war ein ausgezeichneter Butler. Kein bisschen wie der Butler der Giftis. Wie war noch gleich sein Name? Jervis, Liebster. Ach ja, Jervis. Unser Jervis war ein sehr viel besserer Butler als ihr Jervis. Wie man das auch immer ausspricht, das gibt da so ein komisches. Und hier Kutscher Anthony, von dem wollen wir lieber gar nicht erst reden. Regt euch nicht auf, Liebster. Euer Herz sollte nicht mit so einem erbärmlichen Dienst belastet werden. Versucht einfach nicht daran zu denken. Die Qualität seiner Untertätigkeit liegt schwer zu wünschen übrig. Nicht so wie der alte Jervis hier. Er war der unterwürfigste Krieger, von dem ich je die Ehre hatte, umschmeichelt zu werden. Wir sollten umkehren, Liebster. Der neue Jervis wartet mit dem Essen. Lasst uns noch einige Minuten bleiben. Der gute alte Jervis hier hätte es so gewollt. Oh Gott. Darf ich die bitte beide töten und auch mit reinwerfen? Ja, Viziona steht hier rum, aber... Wenn es das ist. Sonst ist hier niemand. Wo sind die Leute, die ich gerade suche? Ich habe noch im Sinn, dass tagsüber hier irgendeine Quest war. Keine große Herausforderung. Aber wäre auch komisch, wenn sie in den Grüften wären. Nun gut. Da ist meine Gruppe. Ja. Schon erledigt. Ich war. Was möchtet ihr? Da sind nur die beiden. Das ist eine Trauernde. Kann ich irgendwie behilflich sein? Er war ein guter Mann, ja, das war er. Nur dickköpfig. Er weigerte sich, einem Dieb seine Geldbörse zu geben. Ein dickköpfiger Narr. Ja. Ach, hier. Ich nehme an, ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Ich bin Arentis, Fürst der Dämmerung der Kirche Latanas. Entschuldigt meinen jungen Schützling. Reiser spricht seit dem kürzlichen Tod ihrer Eltern nicht sehr viel. Das ist ja furchtbar. Tja, so ist das Leben. Je schneller sie sich daran gewöhnt, desto besser wird es ihnen gehen. Ich werde euch dann verlassen. Das ist furchtbar. Wahrlich, und es gibt wohl auch nicht sehr viel, das man tun könnte, außer sie in ein Waisenhaus zu bringen. Aber sie ist so schüchtern und traurig, das würde ihr bestimmt nicht gut tun. Wenn es nur jemanden gäbe, der sich um sie kümmern könnte... Ihr seht mir doch nach einem guten Menschen aus. Wollt ihr euch nicht um ein in Not geratenes Kind kümmern? Was meint ihr? Ich führe ein Leben eines Wanderers und Abenteuerspriesters. Es ist kein Leben für ein Kind. Echt kein Bedarf, so ein Gehör zu erziehen, Priester. Sucht euch jemand anderen, der sie euch abnimmt. Nehmen wir das Erste. So, ihr habt natürlich recht. Wenn es noch jemanden gäbe, der sich um das Kind kümmern könnte. Ich wünsche mir so, dass ich mehr für sie tun könnte. Ich wünsche, ich könnte euch helfen, aber ich kenne niemanden. Das Mädel muss ein bisschen abgehärtet werden, wenn ihr mich fragt. Wenn sie immer nur von so wimmernden Priestern wie euch umgeben ist, wird sie in Zukunft nichts als Enttäuschung erleben. Ich kann euch nicht helfen. Wirklich schade. Wenn euch doch noch jemand einfallen sollte, bitte kommt wieder und sagt es mir. Ich möchte dem Mädchen, wenn möglich, wirklich gerne helfen. Dann tat das Segen mit euch. Ja. Ich habe einen Priester des Latanas namens Arentis getroffen. Er sucht nach jemandem, der auf die junge Reise aufpassen kann, für die er die Verantwortung hat. Wenn ich nur jemanden kennen würde, der anständig genug ist, um sich um das Mädchen zu kümmern, würde ich ihm den Priester vorschlagen. Hallo? Schneef geht weg. Okay, jetzt müssen wir den richtigen finden. Ist nur die Frage, wo der jetzt schon wieder steckt. Er wird kaum hier in der Krypta stecken. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Vor allem nicht in der Krypta, die zu den Vampiren führt. Also zu Bodys Versteck.
Und ich glaube auch nicht, dass es der betrunkene Talos-Priester werden würde. Ach, da taucht er einfach auf, hallo. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Ach, ein Helmpriester, das trifft sich auch gut. Oder ein Helm-Paladin. Ich sende euch Grüße, meine Fürstin, in diesem dunkelsten aller Tage. Mein Name ist Kamir, Paladin des Helm. Ich bitte euch um Vergebung, dass mein Benehmen nicht freundlicher ist. Was führt euch her? Ich werde euch nicht stören. Ich werde euch also in Ruhe lassen, auf dass ihr euch weiter in eurem weinerlichen Selbstmitleid ergehen könnt und mir anderswo Belustigung suchen. Was führt euch hierher? Ich bin nicht anders als die meisten, die hierher kommen. Mein Sohn liegt in jenem kleinen Grabe. Ich habe meinen Eid gebrochen, den Jungen zu beschützen, und er ist mir genommen worden. Ich bin mir sicher, dass es keinen Grund gibt, euch selbst die Schuld zu geben. Ihr habt euren Eid gebrochen, dann sollte euch das leid tun. Ich verstehe, ich überlasse euch dann eurer Trauer. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund. Ihr wisst nicht, wovon ihr sprecht. Wenn ich auch überzeugt davon bin, dass ihr es gut meint. Ich habe mich des Jungen angenommen, als seine Mutter in den Bergen von den miesen Orks niedergemetzelt wurde. Ich kannte ihren Namen nicht und konnte sie nicht mehr retten, nachdem ich die Orks getötet hatte. Sie gab mir ihren Sohn. Ich habe ihr geschworen, auf ihn aufzupassen, als wäre mein eigener. Und das habe ich auch, zumindest bis dahin. Habe den Jungen sehr geliebt. Stefan habe ich ihn genannt. Ein starker, ehrlicher Junge. Aber die Pflicht hat mich nach Tethir gerufen. Bei meiner Rückkehr muss ich feststellen, dass Stefan von Straßenräubern abgeschlachtet worden ist. Ich hätte hier für ihn da sein müssen. Ihr habt getan, was ihr tun konntet. Euch trifft keine Schuld. Ihr habt recht, ihr hättet euch besser um ihn euren Sohn kümmern sollen. Ich lasse euch allein. Euch trifft keine Schuld. Doch, ich habe meinen Eid gebrochen und ich weiß nicht, wie ich mein Versagen wieder gut machen kann. Wenn es nur einen Weg gäbe, würde ich ihm freudig gehen. Vielleicht weiß ich einen. Ganz hier in der Nähe hält sich ein Waisenmädchen auf, begleitet von einem Priester der Latander. Vielleicht wäre es eine Wiedergutmachung, wenn ihr euch um das Mädchen kümmertet. Das ist so melodramatisch, das macht einen ja krank. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ich verstehe, ich lasse euch dann allein. Nein, das Mädchen. Eine Waise, sagt ihr? Vielleicht wäre das ein Weg, meine Vergehen wieder gut zu machen. Hab Dank, meine Fürstin. Ich werde mich sofort auf den Weg machen und mit ihm sprechen. So. Dann folgen wir denen mal. Beim Zirkus habe ich nie viel von den Städten gesehen. Sind sie alle so voller Leute wie diese hier? Ja, das haben Städte so an sich, Eri. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Grüße euch. Grüße an euch beide. Ich habe gehört, dass das Mädchen einen Vormund braucht. Ihr seid der Paladin, nicht wahr? Ich freue mich, euch kennenzulernen. Dies hier ist... Mein Name ist Risa. Ja, ich freue mich, zustimmen zu können. Das hier ist Risa. Hallo Risa, ich freue mich, euch kennenzulernen. Seid ihr ein Ritter? Eure Rüstung glänzt so hübsch. Ich bin ein Paladin, kleines, so etwas wie ein Ritter. Ich halte strikte Vorgaben bezüglich der Verehrung Helms ein. Wisst ihr, wer Helm ist? Nein? Dann könnte ich euch das lehren. Ja, ich könnte euch lehren. Möchtet ihr das? Habt ihr keine Kinder? Nein, leider ist mein Sohn kürzlich gestorben. Oh, ihr müsst ja ganz traurig sein. Ja, das bin ich. Ich vermisse ihn sehr. Ich glaube allerdings, dass er es gut fände, dass ich auf euch aufpasse. Das heißt, wenn ihr das möchtet. Okay, wo lebt ihr? Kommt, ich zeige euch die Kirche. Seid gedankt, Geistlicher, und Dank an euch, meine Fürstin. Ich bin außerordentlich dankbar. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ich bin für die Wendung der Ereignisse so dankbar. Latanos größter Segen auf euch und für die Rolle, die ihr in diesem Stück innehaltet. Manchmal kann Ferun ein wirklich freundlicher Ort sein. Ja. Ich konnte zwei Leute zusammenbringen, die ich im Friedhofsviertel getroffen habe. Einen Paladin namens Kemir, dessen Sohn gestorben ist, und ein kleines Mädchen namens Risa, dessen Eltern ebenfalls tot sind. Der Paladin hat sich dazu bereit erklärt, das Mädchen großzuziehen. Die beiden sind gemeinsam aufgebrochen. Ja, jetzt muss ich noch das mit dem Kind lösen. Und dann Herr Dallas und dann Valiga Cortala. Ja, erzählt mir mehr davon. Weil die Sache mit den Liches machen wir, wenn wir wieder hier sind. Ich habe nämlich gerade keinen Bock auf die. Kann ich hier rasten? Ja, kann ich.
Auftrag keine große Herausforderung. So, Velin. Wer seid ihr? Mama, Mama weiß, wo mein Männlein ist. Hast du ihn gesehen? Ja, Velin, hier ist euer Bier. Könnt jetzt schlafen gehen. Ihr habt ihn. Oh, vielen Dank, werte Dame. Vielen Dank. Jetzt kann ich schlafen gehen. Danke. So.